So, dann mal die zwei Sachen hier erforschen. Und dann würde ich wahrscheinlich nochmal versuchen, so zwei, drei Harz mitzunehmen. Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Und dann können wir an sich rüber machen. Und das Coole ist, wenn das Raumschiff dann leergeräumt ist, dann können wir damit super Forschungssachen dann besorgen von dem exotischen Planeten oder vom Mond oder so. Kohle gibt's hier auch? Interessant. Krass. Wir brauchen unbedingt neue Blueprints. Also, ne? Neue Sachen zum Erforschen. Ah, jetzt! Energiezellen. Okay. Okay, da beschwere ich mich nicht. Find's aber witzig, dass wir jetzt Kohle bekommen haben. So, wir machen gleich nochmal Treibstoff. Und das hier geht nicht in meinen Rucksack rein. Okay, dann nehmen wir es einfach so mit. So. Und so gehen ins Auto ran. Hier haben wir auch noch Forschungsobjekte. Moment. Okay. Kommen wir erstmal hier hin. So, dann mal das Raumschiff noch beladen. Als erstes kommt der Treibstoff hier rein. Okay. So, dann holen wir hier das Harz hin. So, jetzt können wir ja nochmal ganz kurz schauen. Für das Raumschiff brauchten wir, glaube ich, ganz... Nee, wir brauchen kein Raumschiff. Für das Fahrzeug brauchten wir ganz viel Aluminium. Aluminium haben wir auf jeden Fall genug dabei. Das ist dreimal Aluminium. Jetzt nochmal Kupfer, auch Aluminium. Das müsste auf jeden Fall passen. Und für den Kran, was brauchten wir dafür? Für den Kran brauchen wir Kupfer. Haben wir auch dabei. Hier ist auch nochmal Kupfer dran dann sogar. Da, wo ich eigentlich das Harz angemacht habe. Das bedeutet eigentlich, dass wir los können. Wir können jetzt dort ein Fahrzeug herstellen und mit Kran. Also einen Truck machen mit Kran sozusagen. So, den Treibstoff mal noch anknallen. Ich mache das jetzt mal noch voll mit Treibstoff. Ja, wie gesagt, ich wollte ja mit dem Schiff dann noch ein paar Forschungssachen dann besorgen. Bei einer Forschungsstation würde ich halt auch gleich gerne bauen, wisst ihr? Huch. Ja. So. Ich bin ja dafür, Leute, ich besorge mal noch so 3-4 Mal Harz. Ein Vorkommen werde ich mir mal noch schnell suchen. Und dann fliegt mal wirklich los, okay? So, ich glaube, einmal können wir noch einen machen, dann ist das Ding hier auch voll. Oh, nö. Hört ihr es im Hintergrund? Ich habe mal gerade noch ein bisschen ordentlich gemacht. Kann der bitte einfach mal vorbeifliegen, der Wind? Oder vorbei wehen, besser gesagt. Komm, wir fahren einfach weg vor dem Wind. Versuchen einfach außen rum irgendwie. Der kriegt mich nicht, der kriegt mich nicht, der kriegt mich nicht. So Leute, wir brauchen jetzt nur einen Harz vorkommen. Ich würde mal noch gerne so drei, falls ich noch ein Gebäude bauen will irgendwie, wisst ihr? Nehmen wir mal noch so 3-4 Stück mit. So, in den Höhlen war, glaube ich, kein Harz gewesen. Oder? Jo, wunderbar. So. Das ist super, das ist super. Dann können wir dann gleich jetzt auf dem Büsten daneben machen. Bevor ich vergesse, wie machen wir denn eigentlich den Bohrer? Machen wir das an dem Drucker? Weil falls ja, dann sollte ich das jetzt idealerweise hier noch schnell herstellen. Okay, Treibstoff noch drin. Ja, okay, können wir gleich auch noch mitnehmen. So. Muss ich jetzt gleich mal gucken, wegen dem Drucker.
Nicht wegen dem Drucker, sondern wegen dem Bohrer. So, und was soll ich jetzt machen? Ah ja, genau, ich wollte das Harz jetzt hier einlagern. So. So, das machen wir hier hin. So, alles klar. Dann gucken wir jetzt nochmal eben. Einsitzer, Winde, Solarmodul, Lager, Windturbine, Bohrkopf. Dafür brauche ich zweimal Kupfer. Ja, da würde ich ja vorschlagen, dass wir den gleich hier herstellen, oder? Das ist ein Aluminium, auch Aluminium. Haben wir noch irgendwo Kupfer außer am Raumschiff? Vielleicht ist ja hier noch irgendwie was drin, ne? Gerade hin. Hier sieht das toll aus. Hm. So, okay. Lass mal schnell den Bohrer hier gleich machen. Wir brauchen... Nee, wir brauchen nicht viermal Kupfer, ich wollte schon sagen. Aber für den Kran brauchen wir dann viermal Kupfer. Oh. Jetzt haben wir gar nichts bekommen. Haben wir schon alles erforscht jetzt, oder was? Oh, das wäre gut möglich. Aber... Oder das Forschungsobjekt haben wir einfach schon zu oft erforscht. Das könnte auch sein. Wisst ihr? Ich weiß es gerade nicht. So, es gibt jetzt ein kleines Problem. Ich glaube, wir brauchen noch ein Kupfervorkommen, bevor wir Kran und Bohrer herstellen können. Das ist alles Aluminium. Weil guck mal, wir brauchen für den Kran brauchen wir viermal Kupfer. Und für den Bohrer brauchen wir zweimal Kupfer. Das heißt, insgesamt brauchen wir sechs Kupfer. Und so viel haben wir aber, glaube ich, jetzt nicht am Start. Also mal eben. Kupfer, Kupfer. Das ist Aluminium. So, das ist auch alles Aluminium. Und hier haben wir auch nochmal zweimal Kupfer. Und ich habe einmal Kupfer einstecken. Das heißt, wir haben fünf Kupfer, brauchen aber sechs. Okay, das kriegen wir aber nur fast hin. Indem ich einfach Aluminium tausche mit Kupfer. Das würde wahrscheinlich jetzt am schnellsten gehen. Über diese Handelsplattform. Mal gucken, wie viel wir dafür brauchen. Ach, wir kriegen dafür Malarit. Okay, na das machst du easy. Dann machen wir einfach Malarit. Aus Malarit machen wir Kupfer. Wie cool ist das denn gemacht? Wieder ein dauerndes Set. Und kommst du nur wieder? Yo! Ey, das ist ja mal richtig gut gemacht. Nice. So Leute, ne? Auch gut zu wissen, wir können also Aluminium mit Malarit zum Beispiel tauschen. Das ist an sich ein 1:1 Verhältnis, nur dass man das Malarit nochmal weiterverarbeiten muss, aber das ist ja kein Problem. Richtig gut zu wissen. Und das ist super weit nice gemacht mit dem kleinen Ding, was da abhebt. Das ist Aluminium, das brauchen wir nicht. Hier ist das Kupfer. So, okay Leute. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal den Bohrer machen. Weil da muss ich da drüben nicht erst noch einen Drucker herstellen. So. So. Bohrkopf. So, müssen wir mal gucken, den würde ich dann... Nehmen wir mal das... Harz hier hin. Ein bisschen Bohrkopf. Den hauen wir hier hin. So. Okay. Nur um nochmal sicher zu gehen. Wir haben ja eine Fahrzeugbucht, haben wir ja glaube ich schon gebaut. Oder? Auf dem anderen Planeten? Und selbst wenn, kann ich das noch machen. Ist kein Problem. Wir haben jetzt genügend Harz dabei. Wir schauen das nochmal ganz schnell. Wir brauchen für den Rover viermal Gemisch. So viel Gemisch haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher. Oder wir bauen dann einfach den Truck mit viermal Aluminium. Und so viel Aluminium nehmen wir jetzt auch gerade mit.
Das heißt, wir können dann einfach jetzt auf dem Planeten fliegen, können einen Truck machen, bauen einen Kran drauf, den Bohrer nehmen wir jetzt auch schon mit und dann können wir quasi das Titan abbauen. Dann ist das Raumschiff relativ leer, wir haben genug Treibstoff dabei, das heißt, wir können dann auch nochmal auf einen anderen Planeten machen und Forschungsobjekte einsammeln. Das können wir jetzt alles in einem Zug machen, was ja eigentlich ganz cool ist. Wir müssen jetzt nur herausfinden, ob wir überhaupt noch Sachen erforschen können. So, okay, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also ich glaube, wir können los. Das ist auch alles voll beladen. Wir können los. So, da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Oh nein, der bewegt sich gerade weg, der Planet. Scheiße. Da müssen wir uns auch nochmal umgucken, bei Gelegenheit. Okay, ich kann gleich auf den Gasplaneten. Von dem Gasplaneten müsste ich dann eigentlich auf den Wüstenplanet rüber machen können. Also was ist der Gasplanet, der verstrahlte Planet. Der Beamplanet. Bin auch ein bisschen verstrahlt. So. Hier rüber. So, hier wollen wir hin, da wollen wir hin, da wollen wir hin, da wollen wir hin. Los, zeig mir das Ding an zum Landen. Schnell! So. Ne, weil das ja, wenn das sich einmal über den Horizont dreht. Ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt. Dann kann ich ja nicht mehr landen, dann muss ich erst wieder warten. So, da sind wir. Jetzt hoffe ich, dass ich keinen Fehler in der Planung hatte. Hoffe ich inständig. Also wir bauen jetzt erstmal die Fahrzeugbucht. So. Ah. Boah, die Teile sind echt nervig. Alter. Ich sollte vielleicht einfach mal die Paletten mitnehmen, das wäre, glaube ich, das Schlauste. So, Fahrzeugbuch bauen bitte. Hätten wir. So, Energie machen wir durch das Windrad. Es wäre aber eigentlich nicht schlecht, hier noch ein Solarpanel zu haben. Gerade auf dem Wüstenplanet würde das extrem viel Sinn machen. Wir nehmen erstmal ein Solarpanel von uns hier. Machen wir hier hin. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, auf dem Wüstenplaneten ist so ein Sturm deutlich schlimmer, oder? Da vorne kommt er. Yeah. Oh Mann. Also auch naiv anzunehmen, dass das hier nicht stattfindet. Aber gerade mit diesen Stacheldingern, ey. Und jetzt mal sehen, ob jetzt noch Steine dazukommen. Dann ist das ja übelst tödlich. Wollt ihr mich veräppeln und die Windfahne funktioniert währenddessen nicht, oder? Ach, vielleicht, weil die am Lager dran ist, oder? Nee, aber am Lager kann die da auch funktionieren. Bin ich mir echt ziemlich sicher, oder? Ja, so ganz sicher bin ich mir nicht, aber eigentlich dachte ich. Wollen wir mal hier ran. Aber ich hätte gedacht, bei einem Sturm, dass das gut Energie bringt. Können wir das eigentlich schon mal weiter ausbauen hier? So, was hätten wir denn gerne direkt neben dem Fahrzeug? Au. Mann. Geh weg. Ich weiß nicht, ob man hätte versuchen sollen, das in die Erde zu bauen oder so. Keine Ahnung. Kann es gerade nicht sagen. Da scheint jetzt hier mal wieder die Sonne irgendwann. Das würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, Harz brauche ich ja eigentlich. So, was jetzt erstmal hier Sinn machen würde, wäre so ein Schmelzding, glaube ich. Im Fall der Fälle. Ah. So, na gut, da bin ich noch besser geschützt dadurch. So gut, Leute, wir haben jetzt hier wieder genügend Energie.
Treibstoffkondensator, also Forschung. Schmelzer. Schmelzer kommen wir dann gerade. Komm mal, Gemisch da. Gemisch haben wir noch genug dabei. So. Okay, und hier würde ich jetzt gerne den Truck bauen. Dafür brauchen wir Aluminium. Das ist alles Malarit hier. Das kann man ja schon mal rüberhauen. So. Also Kupfer haben wir dann wirklich genug. Aber ich denke, wir werden ja auch Aluminium vorkommen, wenn wir ja auch gut finden. So, ich nehme mal die Palette hier rüber. Die können wir jetzt sogar mal hier draufknallen. Die hier nehme ich mir auch. Halt. Achtung, da kommt Stachel. Guck mal, da vorne, da ist unser Zuhause. Kommt da vorbeigeflogen. So. Nee. Aluminium. So. Was? Was war das denn jetzt? Da! Okay. Ja, wahrscheinlich. Au! Und es war voll der Kopf gewesen! Das ist dann, du musst sofort an Kupfer denken. Ding! Kupfer. Irgendwie kriege ich das nicht gesnappt. Wieso kann ich das nicht snappen? Weil das Kupfer war. Deswegen kann ich es nicht snappen. So, jetzt aber. Schnupp! So, okay. Truck. Auf geht's. Keine Ahnung, ich freue mich trotzdem gerade. Ist schon eine kleine Errungenschaft, dass wir das gerade auf einem fremden Planeten machen. So, als nächstes bauen wir dann den Kran. Also, wenn wir wieder Energie haben. Scheiße. Ich könnte natürlich noch ein paar Solarpanels bauen. Aber will ich das? Eigentlich würde es voll Sinn machen, oder? Ich hau mal eben noch mein Solarpanel hier auch erstmal dran. Dass es immer ein bisschen schneller geht. Ach scheiße, wir brauchen ja auch noch einen Sitz hier drauf, Leute. Fällt mir gerade auf. Ein Sitzer. Aber dafür brauchen wir auch Gemisch. Da haben wir hoffentlich noch genug dabei. Bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. Habe ich ja Energie? Ah, ich habe sogar eine Energie. So gut, jetzt brauchen wir einen Einsitzer. Oh, das sieht aber doof aus, so. Drei Sitzer brauchen wir, Kupfer. Aber ein Sitz ist eigentlich schon besser. Aber das sieht doof aus, so. Kannst du das nicht woanders hinsetzen? Außerdem, wir gucken dann in die völlig falsche Richtung. Das ist ja wirklich bescheuert. Aber das Kupfer... Na, nö. Ey, ja, scheiß drauf, da baue ich jetzt hier einen Dreisitzer hin. Was soll's. Dafür brauchen wir Kupfer. Wie viel denn? Vier Stück. Wir brauchen aber auch noch vier für den Kran. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, nee, dann können wir es machen. Weil ich will jetzt nicht, dass der Sitz so irgendwie so komisch ist. Das sieht doch doof aus. Und falls wir dann doch mal Multiplayer machen. Das kann ja sein. Wir müssen mal schauen, wie viel Content jetzt noch da ist. Aber das Spiel wird ja weiterentwickelt. Und vielleicht machen wir dann einfach so, dass wir ein bisschen warten, bis mehr Content da ist. Und dann hole ich mir auch noch jemand dazu. Und mit dem Spiel, weiß ich nicht, mal gucken, wer da Bock hat. Und dann spielen wir da einfach dann zu zweit weiter. Aber mit dem Spielstand, den ich schon habe, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee, oder? Da hätten wir jetzt halt hier gleich das Schnorten nicht vorbereitet. So, jetzt müssen wir wieder warten, dass wir Energie haben. Und dann bauen wir hier einen Kran hin und dann können wir den Bohrer ransetzen und dann kann es endlich losgehen. So, drei Sitzer, nein. Kran. Kann man übelst einen Bus bauen, ey. Mit sechs Sitzen. So, Kran machen wir jetzt. Kupfer. Schnupp. Schnupp. So, los geht's. Ja. Wir bauen gleich Titan ab. Wir bohren gleich Titan ab. So hätten wir. Und jetzt kann ich den Bohrer nehmen, hoffe ich. Und den hier oben dran platzieren. So. Okay. Jetzt brauchen wir noch irgendwie eine Energieversorgung hier. Das wäre noch ganz geil. Klar, dann lass das ja nicht im Bohrer ausprobieren. Jetzt muss ich die Stelle nur wieder finden. Da vorne war das gewesen, glaube ich, ne? Aber jetzt bin ich super gespannt.
Nee. Ah nein, das sind so doofe Spuckpflanzen. Die muss ich erst töten. Kann ich einfach umfahren? Nee, kann ich nicht. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Voll die Action hier. Eigentlich sterben die doch, oder? Wenn man die Dinger wegnimmt. Das nicht. Oh, was ich jetzt getroffen? So, jetzt dürfte da eigentlich jetzt nichts mehr kommen, hoffe ich. Auf jeden Fall könnte man hier sehr, sehr guten Forschungsobjekt, Forschungsstation gebrauchen. So. Gut, jetzt will ich ja den Kran ausprobieren. So. Bleiben wir stehen. Oh, jetzt bin ich gespannt, Leute. Auto bewegt sich noch. Yo! Oh nice, und das sammelt sich sogar dann hier oben an. Boah, das geht ja richtig schnell mit dem Ding. Es hat gerade ein bisschen was von Zahnarzt, oder? Aber das ist schon ein bisschen eklig, der Gedanke. So. Es funktioniert auf jeden Fall. Was ist denn das hier unten, was hier rumliegt? Titan. Ja, das ist nicht komplett abgebaut, wartet mal. Kannst du das nicht? Ja, das ist Titan. Heb das auf. So. Aber das hier kann ich. Das ist organisch und das hier kann ich nicht aufheben. Wartet mal. Nee, das wollte ich nicht. Also auf jeden Fall funktioniert. Ja, wir haben es auf jeden Fall hinbekommen. Was ja auf jeden Fall irgendwie schon mal eine Leistung ist. Okay, ich kann das jetzt nicht separat irgendwie noch einsammeln oder so. So, ist jetzt hier wieder eins runtergefallen. Da ist wieder ein Titan, sozusagen. Okay, also es funktioniert auf jeden Fall, kann man sich nicht beschweren. Aber wie cool ist das denn bitte, wenn man dann zu zweit unterwegs ist, so. Weißt du, der eine fährt mit dem Auto, der andere auf dem Kran und der bohrt alle Ressourcen unterwegs weg und so. Weißt du, so stelle ich mir das dann irgendwie vor. So nice. Wirklich so nice. Okay, alles klar. Na, dann haben wir das jetzt auch mal gemacht und wissen, wie das geht. Sehr, sehr cool. Alles Titan muss ich noch einsammeln. Kann ich aber nicht. Also hier komme ich irgendwie nicht ran. Das ist irgendwie noch leicht buggy, so wie es aussieht. Warte mal, wenn ich ganz viel wackel. Jetzt kann ich es aufheben. Okay, nice. So. So, da würde ich jetzt aber erstmal an dieser Stelle hier Schluss machen. Wir müssen mal gucken, wie viel es da halt noch gibt so an Content und so weiter. Ich glaube nämlich, so viel wird das gar nicht mehr sein. Weil wo wir vorhin was erforscht hatten, kam ja nichts mehr bei rum. Also es könnte sogar sein, dass wir kein Blueprint mehr haben, was wir erforschen können. Da müssen wir mal gucken. Also es kann jetzt auch gut sein, dass wir da jetzt vielleicht erstmal hier eine kleine Pause einlegen an dieser Stelle. Und wir warten, bis neuer Content da ist. Und vielleicht würde ich mir dann noch jemanden suchen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht mache ich auch alleine weiter. Muss man mal gucken. Könnt auch gerne mal schreiben, was ihr davon von der Idee haltet, dass wir das im Koop vielleicht sogar weiterspielen. Ne? Und wie gesagt, dann wird man hier quasi ansetzen und weiter zocken. Weil hier gibt es halt viel, viel coole Möglichkeiten. Gerade wenn man dann zu zweit ist. Und da würde ich aber noch ein bisschen warten, bis mehr Content da ist. Weil ich glaube, so was Blueprints angeht und was wir machen können und so, haben wir jetzt schon ziemlich
viel von abgedeckt. Und dann können wir einfach diese Stelle ansetzen, wenn wieder ein bisschen mehr da ist. Das wäre eigentlich eine ganz geile Idee. Solange werde ich erstmal irgendwas anderes wieder zocken und aufnehmen. Mal gucken, vielleicht TerraTech, vielleicht Swimworld, muss ich mir mal überlegen. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal eure Meinung da lassen, würde mich interessieren. Ich wünsche euch auch schon mal einen guten Rutsch. Man weiß jetzt nicht genau, wann das Video kommt, aber es sollte auf jeden Fall noch in diesem Jahr rauskommen. Kommt gut ins Jahr 2017 und so, ne? Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns bei welchem Spiel auch immer dann wiedersehen würden. In diesem Sinne, haut rein. Tschüssi! Ah, ist das ungemütlich.